This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, herzlich willkommen zu dem ersten Video von der Videoreihe Die vier größten Ernährungsmythen. Und ja, in dem ersten Video hier wollte ich gleich mal auf den ersten Mythos eingehen. Und ich habe neulich schon mal einen Facebook-Post dazu gemacht. Und der erste Mythos, Ernährungsmythos Nummer 1, ist, dass man viel Eiweiß braucht. Immer dieses, du brauchst Eiweiß, Aminosäuren. Ist ja der Körper drauf aufgebaut und man braucht viel Eiweiß. Okay? Und dieser Mythos, der hält sich sehr hartnäckig heutzutage. Viele glauben wirklich, sie müssten irgendwie Lebensmittel mit viel Eiweiß zu sich nehmen und darauf achten. Und ich muss wirklich sagen, ich habe bis jetzt noch keinen Menschen irgendwie mit Eiweißmangel kennengelernt. Also ist auch schon mal ein kleiner Anhaltspunkt so. Und dann sollte man sich zum Beispiel mal die Frage stellen, Muttermilch, menschliche, die hat 1,5% Eiweißgehalt. Eben, ja, prozentual 1,5%. Und das ist in der Zeit, also ein Baby, das in kürzester Zeit, in wenigen Wochen, Monaten, das Doppelte an Gewicht zulegt, neues Gewebe bildet, einen neuen Körper aufbaut und wirklich, ja, Aminosäuren, aus Aminosäuren, das Gewebe bildet, die Zellen, und in der Zeit kriegt dieses Baby Nahrung mit 1,5% Eiweiß, okay? Früchte haben ungefähr 1,5% Eiweiß, wässrige Früchte. Also sowas wie Avocado, Durian, Hanfsamen, das wäre dann schon zu viel Eiweiß, wenn man danach geht. Und wieso sollte jetzt ein erwachsener Mensch, wieso sollte der mehr Eiweiß benötigen? Wieso sollte der mehr Eiweiß benötigen als ein Baby, als ein Kind, das sich im Wachstum befindet, das neue Zellen aufbauen muss? Ja, wieso sollte der mehr Eiweiß benötigen? Der muss höchstens seine alten Zellen, seinen Körper aufrechterhalten. Der muss nicht mehr wachsen. So. Also kann man ja mal davon ausgehen, dass ein erwachsener Mensch, zumindest, selbst wenn er gleich viel Eiweiß benötigt, er wird zumindest nicht mehr Eiweiß benötigen. Das ist völliger Schmarrn. Und dementsprechend, ja, mit dieser Frage kann man sich schon erschließen, dass das einfach, ja, das ist ein Ammenmärchen, so, ich weiß nicht, irgendwie hat man sich mal was ausgedacht. Und man kriegt auch keine Kraft von Eiweiß. Du kriegst vielleicht ein aufgeschwemmtes Gewebe, du kriegst ein aufgedunsenes Gewebe mit Wassereinlagerungen, Gifteinlagerungen, weil das einfach keine Nahrung für den menschlichen Körper ist. Und heutzutage, wenn man sich diese ganzen Bodybuilder mal anschaut, da steckt keine Kraft dahinter. Die haben teilweise Probleme, einen Kasten Bier die Treppe hochzuschleppen. Und haben aber solche Arme dran, die irgendwie, die ausschauen hier wie Arnold Schwarzenegger, und nichts dahinter, null. Und Bruce Lee heutzutage im Pulli, weil neulich habe ich wieder mal ein Bild von Bruce Lee gesehen. Bruce Lee, wenn den Leute heutzutage hier aus dem Fitnessstudio auf der Straße sehen würden, oder wenn der ins Fitnessstudio mit Pulli kommt, die würden sagen, was bist denn du für ein Lauch, was bist denn du für ein Hemd? Ja. Aber da ist wirklich Kraft dahinter. Das ist kein aufgeschwemmtes Gewebe gewesen. Der hat wirklich auf Kraft trainiert. Und wenn man sich Athleten anschaut, die haben Kraft. Und die Kraft, die hat man nicht durch aufgeschwemmte Arme und durch brolliges Aussehen, sondern die Kraft kommt vom Trainieren.
Und egal mit welchem Essen ihr trainiert, Muskeln baut der Körper immer auf, wenn ihr trainiert. Außer er ist in einer zu starken Entgiftungsphase. Wenn ihr zu viel Gifte zufügt, ja, wenn ihr zu sehr krank seid und er in einer stärkeren Ausscheidungsphase befindet, dann werdet ihr auch keine Muskeln aufbauen, keine Kraft. Aber das, was viele Leute denken, ey, der hat Mordskraft, guck dir mal an, was der für Muskeln hat. Die wenigsten Menschen heutzutage haben wirklich Kraft. Das ist aufgepumptes, aufgeschwemmtes Gewebe. Und ja, allein mit dieser einzigen Frage, warum sollte ein erwachsener Mensch Essen zu sich nehmen, das mehr Eiweiß enthält als das von einem Baby? Ein Baby muss wachsen, muss einen neuen Körper bilden, innerhalb von Wochen das Doppelte nimmt das Kind zu sich. Und 1,5% Eiweiß, das sind eben Früchte, da ist schon alles Reis, Getreide, alles, das hat viel zu viel Eiweiß. Andere Sachen, die haben nicht so viel. Früchte haben nicht so viel Eiweiß. Ja. Und mehr muss man dazu auch eigentlich nicht sagen, außer dieses eine Beispiel. Das erklärt alles und dann, ja, denkt mal wirklich drüber nach, so, ist es wirklich, ist der Muskelaufbau wirklich davon abhängig, dass ihr Eiweiß durchnimmt, beziehungsweise der Kraftzuwachs. Schaut auf die Kraft, schaut auf die Wiederholungszahl bei den Übungen, schaut, was ihr leisten könnt, kraftmäßig, Ausdauer und so weiter. Und auch eben Maximalkraft. Und schaut nicht auf euren Körper. Heutzutage sind aufgeschwemmte Körper. Schaut euch Videos an von den 60er Jahren oder so, von 70er Jahren. Musikvideos, Filme. Schaut euch mal die Beatles an oder so. Das sind alles hagere Kerle. Heutzutage hat jeder normale Mensch 10-20% zu viel Fett drauf mindestens. Und ist einfach nur ein verfetteter, aufgeschwemmter Körper. Ja. Und deswegen ist auch so ein recht falsches gesellschaftliches Bild eben entstanden. Ja. Schaut euch mal Bruce Lee an. Das ist ein Körper, der wirklich trainiert ist. Der ist definiert. Und im Pulli würden die Leute ihn heutzutage trotzdem auslachen. Ja, so viel zu dem Eiweiß-Thema. Ich hoffe, einige denken vielleicht mal drüber nach. Und ja, das war eben der erste Ernährungsmythos, erster Irrtum so. Und ja, ihr könnt gespannt sein, so, was als nächstes kommt. 4 Stück sind es insgesamt. Genau. Macht's gut, Leute. Ciao.